André ist stumm. Oh, 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 wie ein oh, oh, Fisch. Oh, oh. Naja, Fische pupsen, um kurz zurückzukommen zu unserem Thema der letzten Wochen. André sieht so erschrocken darüber. Ist jetzt darüber besser? Aus. Ich glaube ja. Sag noch mal was. Hallo. Ja, ich sehe, dass ich... Ja. Ja? Ja, ja, wie schön. Ja. 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 Wie wundervoll. Dann machen wir das jetzt einfach noch mal. Doch. Das ist Inge. Ja, genau. Das ist Heide. Das ist André. Aber ihr kennt uns ja eh. Technische Probleme nochmal. Also, hallo, herzlich willkommen bei Abtauchen mit Plötzlich Wissen mit Inga-Marie Ramke. Und ja, hi. Dem Dugong-Dilhan. Warte, er kann überraschend. Schon wieder? Nein, ja. Das ist jetzt das erste Mal. Und Dr. Julia Schnetzer. Hallo, nochmal. Und André Lampe. Yay. Willst du irgendwas schneiden später, und damit das so total natürlich rüberkommt, dass wir es nochmal gemacht haben? Richtig, das wollte ich ja eigentlich machen, aber ich lasse das jetzt einfach. Ja, musst du gar nicht, musst du gar nicht. Es ist einfach, ist ja auch schön, es gibt ja Leute, die kommen später dazu, und wir können das auch zwischendurch nochmal machen. Stimmt, wir können das jetzt direkt nochmal machen. Also, nein, war nur ein Spaß, war nur ein Spaß. Okay, der Bast war richtig witzig. Danke. Witzig. Ja, geht ja gut los. Prost. Ja, dann sage ich mal Hallo in den Chat. Und erstmal Horsti, danke für den Hinweis mit dem richtigen Ikon. Fiona Nana war die Erste, die das gehört hat. Ja, oh. Also nicht gehört hat. Ja. Und gehandelt hat. Und gehandelt hat. Jawohl. Fio Nanana, Horsti, guten Abend. Hexchen Luna und Weird Bat. Beat. Weird Beat, Entschuldigung. Weird Beat. Drop the Beat. Jo, sonst. Hier oben habe ich noch Joram streamt Sachen. Schönen guten Abend. Ja, aber es gibt auch noch, warum denn nicht? Hallo. Ja, und ja, hallo. Und alle anderen, die da sind und gerade nicht aktiv im Chat sind. Genau. Ja, genau. Hallo nach da draußen. Hallo. Und kurze Frage, was mich persönlich interessiert, ist irgendjemand von der Uni Gießen da? So. Wir haben Pingu, Pingu ist pünktlich heute. Hey! Sehr gut, Junge. Ja, weil wir haben noch diese Woche Leute von der Uni Gießen kennengelernt und vielleicht ist da jemand da. Genau, ja. Könnt ihr sein. Gebt aber euch preis, liebe Menschen, wenn ihr von der Uni Gießen seid. Ja, falls, könnte ja sein. Wäre sehr schön. Aber vielleicht sind die auch nicht angemeldet. Dann, man weiß es noch. Aber hallo nach Gießen, falls jemand aus Gießen da ist. Wenn ihr jetzt zuguckt. Und für den Hintergrund, wir arbeiten mit der Uni Gießen zusammen. Also wir drei als Plötzlich Wissen. Und da waren wir Samstag in einem kleinen Seminar zu Gast. Wo es Dienstag. Okay, du brauchst auch Weihnachten jetzt. Ich brauch so Weihnachten. André, erzähl mal, was passiert ist. Warum brauchst du denn Weihnachten? Was hast du denn Großartiges in der letzten Zeit organisiert, André? Was ich organisiert habe? Was, was ich getan habe, ist... Ja, bitte. Ich habe geheiratet. Ist da ein Stein dran? Ein Ring am Finger. Nein, da ist kein Stein drin. Das ist einfach nur das Licht, was so spiegelt. Ja, das Licht, ja. Ja. Stimmt, könnte auch ein Diamant sein. Ja, es könnte auch ein Diamant sein. Physiker machen sich doch sowas selbst. Ja, Festkörperphysiker. Ich kann leider keine Diamanten selber machen. Das ist wohl Nikolas und seiner Frau vorbehalten gewesen. Ja, die haben sich selber einen Diamanten gemacht? Ja, Nikolas hat tatsächlich einen Diamanten gemacht. Für seine Frau in den Ring. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kenne auf jeden Fall Leute, die das auch haben, die Kontakt zu Physikern haben, die das konnten. Ja, das ist natürlich auch gut, ne? Weil da ist kein Blut dran. Richtig. Nicht mit Kinderhänden aus Afrika geschürft. Ist gut. Nein. In einer deutschen Schule. Danke für die vielen Glückwünsche im Chat. Danke, danke, danke. Danke. Und auch Servus Lauchpower. Servus. Ist das,
Ist das schon Österreich? Wir haben noch überhaupt nicht gesagt, worum es heute geht. Falls du Fragen zum Thema, wie heiratet man kurz vor Weihnachten hast, dann wäre André der Ansprechpartner. Ja, in Corona-Zeiten war interessant, aber ja. nicht wahnsinnig kompliziert. Ja, es war wirklich schön. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Eltern waren dabei und wir waren danach indisch essen. Ja, das macht man ja so. Ja, ganz klassische ostwestfälische Hochzeit, würde ich sagen. Ja. Aber ihr saht auch sehr glücklich aus auf dem Foto. Ja. Mit Hund. Das ist total gut. Ja, genau, mit dem romantischen Hund. Ja. Fast hätte ich gesagt, schick mir bitte keine Bilder, wo der Hund drauf ist. Ich kann ja fast alles gut, aber emotional, sobald da irgendwo so ein niedlicher Hund ist. Oh, wir haben jetzt tolle Fotos. Geil, das war unten rechts. Hast du den nicht gesehen? Das ist das Erste, was ich gesehen habe. Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Oh, guck mal, Pingu hat die Info, du bist leiser als wir. Das ist ungewöhnlich. Ja, das passiert. Tatsache, dass der Hund. Ist es so besser? So müsste es ein klein wenig besser sein. So. Vielleicht. Ja, ich müsste jetzt ein klein wenig lauter sein, kleinen Tucken, und ihr immer noch genauso laut. Ja. Fantastisch. Julia hat den Hund entdeckt. Ja, ich habe den echt nicht gesehen. Er ist aber auch sehr klein. Aber er saß so brav da. Hatte er euch die Ringe gebracht, so mit, wo nein. man pfeift und dann rennt er nach vorne und so? Nein. Das hat er nicht. Er war emotional für alle Anwesenden da. Mal für die Standesbeamtin, mal für meine Eltern, mal für uns. Das war. Er ist ein großer Empath, ist er. Ein Emotional Support Dog. Ihr hattet genau. euren Therapiehund dabei. Ja, wie heißt er eigentlich? Bailey heißt er. Bailey, mhm. Ja, und ich kann ja mal, ich könnte ja mal ein Bild zeigen. Nein, nö, ach. Warte. Das ist so gemein. Warte. Och, André. Das ist so gemein. Kannst du ja einfach nicht hingucken, Inga. Nee, sag Bescheid. Mach einfach den Stream aus, jetzt guck weg. Nein, oh. Hattet ihr einen Hundefotografen? Nee. Schaut so aus, gell? Das sieht aus wie so ein Profi-Hundebild. Wir haben tatsächlich Fotos gemacht, wo der Hund dabei war, halt. Also ach so. Nicht nur ja, Hundefotografie, also aber ja, es ist von einer Fotografin gemacht. Danke, das war die quasi Frage. Ich war nicht konkret genug. Okay. Ja, das ist Bailey. Mir ist was komplett anderes Spannendes noch passiert letzte Woche. Erzähl. Vorletzte Woche. Ich war boostern. Mhm. Okay. Und zwar hat es eventuell bis über die Landesgrenzen hinweg die Informationen verbreitet, geschafft. Gott, was für ein Satz. Naja, es ist kein Alkohol hier in dieser Tasse. dass im Hauptbahnhof in Hamburg ein Impfzentrum eröffnet hat. Das war eine ganze Woche lang geöffnet und dann wurde es geschlossen vom Gesundheitsamt und der Polizei. Und letztes Wochenende war dann auch die Staatsanwaltschaft geht da wahrscheinlich selber rein, aber die Polizei nochmal da, um letzte Informationen aus dem Ding rauszuholen. Es wurde nämlich geführt von einem Arzt, der wahrscheinlich keine Arztzulassung mehr hat, weiß man nicht. Aha. Der schon vor ein paar Jahren für Betrug und Körperverletzung angezeigt worden ist. Und für genau diese Delikte ist er jetzt auch wieder unter dem Radar der Staatsanwaltschaft, nämlich mit dem Impfzentrum, in dem ich war. Du warst da? Ja. Du kannst ja nicht sicher sein, dass du einen Impfstoff gekriegt hast, oder wie? Ja, richtig. Ja, ganz genau. Geil. Ja. Ach, so eine Scheiße. Ja, aber... Ja. Hattest du eine Impfreaktion danach? Ja, ich hatte eine Reaktion, die nicht lange anhielt, aber immerhin einen Tag dauermüde. Also ich hoffe mal, dass da irgendwas drin war, aber man weiß halt nicht, wie viel, wie aktiv, war es das Richtige? Keine Ahnung, vielleicht bin ich jetzt auch einfach nur gegen Masern wieder geimpft oder so. Oh nein, ey. Ach, scheiße. Auf jeden Fall habe ich ein offizielles Impfzertifikat dafür bekommen, weil die Charge anscheinend
okay war. Ne? So. You never know. Aber es sind ganz verworrene Wege, wie Impfstoffe dorthin gekommen sind und Krass, nee, aber habe ich überhaupt nicht, habe ich nichts von gehört, Inga. Habe ich nie mitbekommen. ja, ist ja auch Herr schön, wenn Horst man schreibt, ein sowas. Zehntel der Placebo-Gruppe hat auch Schüttelfrost. Ja, klar, und vor allem, wenn du denkst, dass du geimpft wurdest, dann kann es halt auch im Placebo-Effekt sein, ja. Ja, eben, Das stimmt. Also, ja. gerade wenn du so müde oder so, bei mir, ich hatte bei der zweiten Impfung, hatte ich so krass geschwollene Lymphknoten am Schulter, am Schlüsselbein. Das ist, also, das wäre ein weirdes Placebo. Ich Dass ich hatte jetzt so auch einen 2 Tage ganz. meinen Kopf nicht so rüber bewegen konnte. Okay. Ja, so schlimm war es bei mir nicht, aber ich hatte auch echte Lymphknoten dick, konnte meinen Arm nicht normal auf die Seite legen und musste komisch schlafen, weil das so weh tat. Okay. So. Na. Insofern, ich glaube, irgendwas war da schon drin. Ja, aber was? You Nein, never know. wird schon alles gut sein, Inga. Ich meine, nur Ja, weil genau, er. lauf Feuer, vertrau mir, Bruder, genau so war Ja. das. Aber hat er dich geimpft, Inga, oder hat dich ein anderer Nee, der Arzt? war nicht da. Ich habe aber hinterher, weil ich das so weird fand da, habe ich geguckt. Ich habe ja einen Stempel in meinem Impfpass und dann habe ich den Namen von dem Typen gegoogelt und dann kam raus, ja, hier drei, also mehrere Jahre im Gefängnis und wegen Betrug und Körperverletzung und so. Und echt Nicht genau dieser der. Apostel, oder? Nee, das kennen ja alle. Nee, der Der heißt anders. Apostel, oder? Ihr würdet das sofort rausfinden. Ich rede jetzt nicht über Namen, aber wenn ihr sucht nach Impfzentrum Wandelhalle geschlossen Hamburg, dann findet ihr alles. Es ist Das meine ich mal ganz nicht. spannend. Naja, auf jeden Fall hat meine Arztfreundin dann gemeint, ich so, ja, wie kann ich jetzt rausfinden, dass ich geimpft worden bin? Und sie so, ja, im Prinzip kannst du das gar nicht richtig, weil ja, im Flughafen Lübeck, ich habe auch gedacht, ey, das ist entweder selbstgemachter Impfstoff oder es war einfach Kochsalzlösung. Naja, also egal. Auf jeden Fall, meine Freundin, die Ärztin ist, meinte, ja, wenn du keinen Antikörper, also du kannst einen Antikörpertest machen, aber da gibt es halt keine Vergleichswerte, keine ordentlichen. Deswegen weiß man nicht so genau, was da, also das hängt ja mit dem eigenen Körper dann dabei zusammen, was da dann rauskommt. Und wenn man keinen Vergleichswert zum eigenen Körper vor oder nach der letzten Impfung hat, wo man weiß, dass was drin war. Ja. Ja, random shit mäßig. Naja, mal gucken. Vielleicht lasse ich da irgendwann nochmal drüber impfen. Sozusagen. Ja. Und André, hast du Erkenntnisse? Ja, es war auch nicht klar, wer dahinter steckt. Das ist eine Eventagentur Ja. aus Dortmund. Ja, das ist das sind die Leute, die den Raum bereitgestellt haben. Ah ja. Die Eventagentur. Und dann gab es einen Arzt, der seinen Namen für dieses Impfzentrum dahin gegeben hat. Er war aber auch nicht anwesend, als das Gesundheitsamt auftauchte. Also es war überhaupt kein Arzt vor Ort. Als, ich weiß nicht, wie es bei mir war, weil da waren zu viele Leute auf zu kleinem Raum eigentlich. Und es Also, ging alles wahnsinnig schnell. Also. ja, also ich habe jetzt hier quasi gerade nur gelesen, dass es fehlende ärztliche Beratung, also Gründe für die Schließung waren Ja. räumliche Enge und unzureichende Hygienestandards, fehlende Beratungsgespräche und Merkblätter, Ja. und dass sie auch quasi danach die Patienten nicht betreut haben, diese 15 Minuten und so. Also, dass deswegen geschlossen wurde. Aber sie sagen auch, es handelt sich, nach aktuellem Stand handelt es sich nicht um Betrug. Der Impfstoff war in Ordnung, die Art und Weise, wie Ja. geimpft wurde, nur nicht. Ja, Also. aber es gab danach noch neue Artikel. Das ist einer der älteren, glaube ich, den du da hast. Ja, okay, ja, okay, ja, ich glaube, der war ein bisschen älter. Alles klar. Naja, aber solange man nichts weiß, ist in Hamburg natürlich auch keiner zuständig. Weil die Sozialbehörde sagt, das Amt Mitte, das sei dafür zuständig. Und die sagen aber die Sozialbehörde und eigentlich mittlerweile ist es die Staatsanwaltschaft. Und ja, naja, ja. Aber egal, also ich lebe noch. Ich bin ja froh, dass es nichts Tödliches war. Ja, es ist Ja, immer positiv sehen. genau, ja, Genau. immer positiv denken. Ich bin auch sehr froh, dass es nichts Tödliches war, Inga. Ja. Ja. Also wenn jetzt in den nächsten Monaten so ein langsamer Verfall kommt und ich immer weniger ansprechbar bin, weil plötzlich Wissen und komische Sachen rede, dann bitte nochmal irgendwie Einfluss nehmen. Ja. Dann kann das eine Impfnachwirkung sein. Und Zum eine Thema halt. Langzeitinfekte. Gut, aber ich sehe, unser Chat kennt sich aus, Ja. die wissen, wie man richtig impft.
Ja. Ja, mit draufgucken, Kochsalzlösung. Ja, ich glaube, Weird Beat Pingu und Fiona Nana können sich auch beim Impfzentrum in Hamburg melden. Ja, ich denke, da sind noch Jobs Mitkämpfen. frei. In einer der ersten Artikel stand auch, die wollen wieder öffnen, sobald sie größere Räume haben. Also, falls sie das tun, könnt ihr da vorbei. Das ist die richtige Einstellung, die ich hier lese. Ja, ich glaube, ihr habt Ahnung. Ja. Ja, So, jetzt macht das. der nächste Test meiner Getränkewahl ist, wie ich eben schon er erwähnte, im internen Bereich. Ich habe einen Kinderpunsch mit Ablaufdatum von 2019, weil ich Inga so gibt es sich einfach risikobereit hart, bin. ja. Jawohl. Das wäre das nächste Thema. Du bist unzerstörbar. Ja, echt. Und bei dir so, Julia, du hast doch auch was Spannendes gehabt. Nee, aber ich habe gute Nachrichten gekriegt, heute und gestern. Hast du den Und Wissenschaftspreis gewonnen? nein, das erste, guter Punkt, es geht noch bis zum 7. Januar. Also, falls ihr noch nicht gewotet habt, ich stelle den Link gleich, oder André, stellst du den Link, oder Ich ich stelle den Link gleich online. suche den Link nochmal und dann stelle ich Ja, den dann nochmal online. einfach Wissenschaftsbuch.at, glaube ich, oder so. Oder Wissenschaftsbuch des Jahres. Na, google es mal kurz. Ja, auf jeden Fall bis zum 7. Januar kann man noch voten und man muss sich auch nicht anmelden und so, ne? Man kann da einfach drauf, du musst nicht deine Daten hinterlassen. Das ist sehr praktisch. Also, falls ihr noch nicht gewotet habt, könnt ihr schön für mein Buch voten. Ja, nee, aber ich habe erfahren, dass es nochmal übersetzt wird, und zwar in Italienisch und in Spanisch. Oh, herzlichen Glückwunsch. Voll geil. Und dann Ja. war es richtig witzig, weil ich habe heute die Mail bekommen und dann habe ich mit meinem Freund geredet und meinte irgendwie so, oh, mit Spanisch, weil leider gibt es bis jetzt halt Englisch nicht und ich habe ja viele Freunde, die kein Deutsch sprechen, die auch total gerne das Buch lesen würden. Und deswegen war ich so, ja cool, jetzt wenigstens Spanisch, weil ich auch sehr viele Freunde habe, die halt Spanisch als Muttersprache haben, dann können wenigstens die das lesen. Und genau, und da habe ich zu meinem Freund noch gemeint, so, ja, zum Beispiel meine alte Professorin aus den USA, weil die ist ja auch Kolumbianerin eigentlich und so, dann kann die das auch lesen, voll cool. Und ich habe mit der aber, ich glaube, das vor 3 Jahren oder so das letzte Mal geschrieben. Und ohne Scheiß, 2 Minuten später piepst mein Handy und sie schreibt mir irgendwie eine Nachricht über WhatsApp. Irgendwie so, hey Julia, ist das noch deine Nummer? Ich habe nämlich eine Frage. Cool. Ich brauche Informationen. Und ich so, okay, unglaublich, ich habe gerade über dich Geil. geredet. Ja, das war witzig. Danke, Pinguo. Danke, Pinguo hat Pingu. gewotet. Hallo, Fockaffe. Es Ja, läuft hier schönen richtig guten gut. Abend. Genau, ja, aber nee, ich freue mich voll. Das ist richtig geil. Kinderbuchtipp Das. von einem Dreijährigen. Für einen Dreijährigen kann ich noch kurz rein. Guck unter Käse Lotti, Käse wie der Käse, Lotti wie die Lotti. Das ist eine Freundin von mir, die macht Kinderbücher für ganz Kleine. Die ist gut. Und ab 4 kannst du auch meine Bücher lesen. Fließend. So. Content. Ja, Inga, du hast weihnachtliche Alle raus. Meerestiere. Ja, wir Ich sind habe, super gespannt. Ja, ich auch. ja, ich habe nämlich versucht, das Thema Weihnachten und Tiere, die irgendwie mit entweder durch den Namen oder durch die Farbgebung oder so mit Weihnachten zu tun haben, rauszusuchen für euch, für uns, auch für die Kollegen, die keine Ahnung haben und die mir jetzt ganz viel Content noch dazu labern müssen, weil ich habe insgesamt 6 verschiedene Themenbereiche, die nicht alle jetzt auf einmal kommen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir wollen ja auch noch spielen. Aber ich bin aufgrund der Menge nicht so tief eingetaucht. Wortspiel. Und wir fangen mit dem zentralen Thema einer jeden Weihnachtsfeier an. Julia weiß es noch nicht, deswegen darf ich jetzt raten. Was ist denn, worauf freust du dich, wenn du zu deinen Eltern nach Hause fährst? Was haben die, was du vielleicht nicht hast an Weihnachten zu Hause? Einen Weihnachtsbaum, aber ich habe gerade gesehen, jetzt gibt es bei uns zu Hause auch einen. Meine WG hat einen besorgt, aber ich bin gar Ah, nicht zu okay. Hause. Es ist kein Alkoholfisch, es sind auch keine in Alkohol eingelegten Fische, wie Horst sie vielleicht vermuten würde. Nein, es geht um den Weihnachtsbaumwurm. Eierlikör ist es auch Eierlikör. nicht. Ja, Eierlikör ist auch geil. Gibt's bei uns nicht. Weihnachtsbaumwurm, den hier. Ja, Warte mal, ich mach richtig. mal groß. Ja, ich habe zu dem ersten Thema beim Weihnachtsbaumwurm auch Paper rausgesucht, weil also Weihnachtsbaumwürmer sehen ja richtig geil aus. Das sind diese bunten Dinger da, die aus 2 Spiralen aufgebaut sind. Und das kann man auf dem Bild, kann man einfach die Buntheit genießen.
Aber ich habe gedacht, eigentlich will man ja auch wissen, wie der ganze Wurm aussieht. Und Ja. deswegen habe ich Paper rausgesucht. Es gibt den weniger angstmachenden Paper-Teil. Das ist, ich habe das André vorher geschickt. Ja. Weniger Angst Ne, machen. fangen wir mal mit dem Oberflächlichen, sag ich mal, an. Weißt du, was ich meine? Nein, sag mir, wie es Nein? heißt, dann kann ich drauf Das ist, gehen. ja, es ist nicht ein Link, sondern das waren die gehörte zu Ja, den wie das, Papern, die ich wie der angehängt hatte. Dateiname Ne? des Papers heißt. Hab ich Ach offen, sag so. mir, wie er heißt. Ja, warte, muss ich doch erst wieder gucken. Ich habe dir noch Christmas extra. Colors. Nein, ich muss gucken. Wo ist denn hier gesendet? So. Aufbau heißt der. Aufbau Weihnachtsbaum einfach. Der Das hier. PDF. Warte, jetzt muss ich wieder zurückklicken. Ja, wahrscheinlich. Ich muss selber wieder gucken, wie der aussah vorher. Das ist Den einer, wo Aufbau. man. Ja, der ist es, genau. Da kann man sich anschauen, wie so ein Wurm in dem Bereich aufgebaut ist, den man sehen kann. Okay. Was ich rausgefunden habe, vielleicht Julia, kennst du dich auch mit denen aus? Ein Was bisschen. weißt du? Was weißt du? Also soweit ich weiß, ist das, was man jetzt eben, also die sind quasi in der Koralle drin verankert. Den Teil, den man sieht, das sind quasi, glaube ich, die Kiemen, mit denen sie auch Partikel aus dem Wasser rausfiltern als Hm. Nahrung. Und man kennt die halt, die sind so die Klassiker beim Tauchen, da wedelt man so ein bisschen mit der Hand hin und dann macht es wupp und dann verschwinden die in ihrem Loch. Ah, Genau. Da muss okay. man ein bisschen warten, bis sie wieder rauskommen. Ja, genau. Die verschließen genau ihr Loch und so sind die verschiedenen Teile da bezeichnet. Ich glaube, weiter unten gibt es noch mehr, was man sich da angucken kann. Genau, ich glaube, bleibt man noch mal ganz kurz da. Noch mal bei dem Bild. Das D, das ist das Operculum, damit machen sie dann das Loch zu, ne? Das ist Die der Deckel Klappe. quasi, wenn sie Ja. sie richtig verzogen haben. Genau. Ich glaube, in dem Paper eventuell sind da auch noch verschiedene Farbgebungen, was wir eben auf dem großen Bild hatten. Ja, guck mal, die haben nicht so tolle Namen dann von Farben. Also wie so ein richtiger Weihnachtsbaum Ich versuche mal die Bildunterschrift. mitzunehmen, ja. Marigold ist, ja. So. Schön. Da können wir träumen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann können wir die. Kann ich die meistens nicht beantworten, aber ihr könnt trotzdem fragen. Ja, sie sind hübsch, auf jeden Fall. Inga, ich bin jetzt Genau. auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie der andere Teil ausschaut des Wurms, und ich bin jetzt Ach gerade schon so. echt ein bisschen aufgeregt. Ja, ich wollte uns erstmal so genießen lassen. Ja, weil ich kenne auch nur den schönen Teil. Ja, das glaube ich. Ich habe auch gedacht, die sind einfach total schön und also sie setzen sich auf dem Substrat, das sind meistens Steinkorallen, ab. Wenn sie ihre Steinkoralle gefunden haben, dann bleiben die da auch ihr Leben lang und die Koralle wächst so oben drüber. So und ja, in diesem Paper finden wir jetzt keine intimen Details, sondern nur das Nicht. Offensichtliche. Das war jetzt nur für die Farbgebung und die obere Struktur. Und Okay. im nächsten Paper, das ich dir mit dem Titel, warte, ganze Würmer, ganz fett geschrieben habe. Das hier, ja, ganze Ja. Würmer. Ja, ganze Würmer. Das sind die Würmer, wie die Menschheit seziert hat. Jo, und das sind verschiedene. Also bei manchen sieht man den oberen Teil, der sehr hübsch ist, noch halbwegs und bei anderen nicht. Und was jetzt alles en Detail da drin steckt, ich habe einfach nur gedacht, ich guck mal, ob ich einen ganzen Wurm finde und das ist dabei rausgekommen. Und das sind eben, wenn André sich durchscrollt, dann kann man noch verschiedene Arten sich anschauen. Okay. Alien-mäßig. Es sieht so ein bisschen wirbelsäulenartig aus. Ja, Oder schön, ne? Alien, Also ja. der Wurmteil halt. Und ich Cool. müsste jetzt genauso wie ihr lesen, was jetzt welcher Teil ist. Das ist die kleinen Also, Larven oder was? nee, Sieht aus ich glaube. wie. Nee, ah nee, Quatsch. Ja, das ist zwar eine Elektronenmikroskopaufnahme, aber es ist total groß. Der Scalebar ist ein halber Millimeter. Genau, das ist der ganze Wurm. Also hier das, was du bei C siehst, das wird das Operculum sein, also das, was abschließt. Ja. Bei A oben diese Federn, das wird wahrscheinlich der Rest von
ne, von quasi dem Christmas Tree sein und das unten ist eben der Wurmteil, der drin ist. Und ich denke, bei D, E und F, da haben die nochmal einen Fokus auf diese Kiemen. Oder ja, wie, ich weiß nicht, die haben einen kleineren Scalebar auf jeden Fall, ja. Oh. Mhm. Bunt. Mhm. Aber auch in A mal wieder das Ganze. Jules, soll ich dir das auch einfach mal vorbeischicken? Das ist ja voll fies, dass ich das. Also ja, kannst du machen. Aber zum Beispiel A ist halt voll interessant, ne? Weil da siehst du das richtig gut. Da hast du oben die Büschel. Ja. Und dann siehst du, und ich weiß nicht, ob das hier noch quasi so ein Stück Koralle ist, was sie da. Sieht fast so aus, ne? Ja, drangelassen haben. Und dann sieht man auch, dass dann das richtig schon ordentlich langes Stück, was da quasi drin steckt in der Koralle. Ja. Aber ich weiß nicht, ich finde die Fotos auch ziemlich schön. Also, weil es irgendwie so blau beleuchtet ist, finde ich, schauen die eigentlich ziemlich cool aus. Ja, natürlich. Aber wenn man jetzt so nur den oberen Teil, also ich finde, die sind teilweise auch schon ein bisschen scary. So. Also, es wär, wenn man weiter scrollt, dann wird es auch wieder ein bisschen blasser farblich und dann. Genau. Man versteht halt dann, dass es ein Wurm ist, ne? Ja. Wenn man nur diese Trees sieht. Mhm. Ja. Oh, das ist hier farbenfroh, würde ich mal sagen. Okay, das einiges stimmt. Ins Gelbe. Mhm. Das sieht cool aus. Ja, das. Der Weihnachtsbaumwurm. Hier wieder Elektronenmikroskop und das hier ist Tongulets. Züngelchen oder was? Keine Ahnung. Dinge, die du dir. Inge hat das Paper auch nicht gelesen, sondern. Ich habe das Paper nicht gelesen. Ich wollte nur Bilder gucken. Mhm. So, also, genau. Ich dachte nur, wir brauchen was für einen Überblick. Wie oh, so ein das Wurm stimmt, Pingu. Die sehen aus wie ein Goa'uld von Stargate. Ich weiß nicht, wie ein Goa'uld. Ich suche mal gerade ein Bild von einem Goa'uld. Mhm. Tatsächlich. Ja, naja. Horsti will wissen, wieso die so unterschiedlich farbig sind. Tja, die haben wohl unterschiedliche Pigmente in ihrer Haut. Das sind unterschiedliche Arten. Ja. Aber das ist eine sehr gute Frage. Aber das ist so, wie Hunde auch unterschiedliche Farben haben vielleicht. So, ich mach mal ein Goa'uld. Das ist ein Goa'uld. Ja. Danke. Es hat halt auch einen langen Schwanz. Ja, aber also ja. Entfernt. Also ich finde schon, dass der Weihnachtsbaumwurm da schon auch sympathischer daherkommt. Irgendwie. Schon. Ich glaube nicht, dass sie sich den unterschiedlichen Korallen anpassen, sondern einfach, dass sie unterschiedliche Arten von Weihnachtsbaumwürmern sind. Kann sein, aber andererseits kann auch eine selbe Art verschiedene Farben haben, ne? Hm. Ja. Also, aber ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich habe mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, muss ich sagen. So, ich schreibe das jetzt auf und wenn ich Lust habe, dann gucke ich das nochmal nach. Ja. Pingu, ich hatte auch ganz kurz den Gedanken, ob sie sich an die umliegenden Korallen anpassen, aber ich glaube, beim ersten Bild hat man das auch gesehen, man hat oft in einer Koralle die Würmer mit verschiedenen Farben. Ich glaube, im ersten Bild, das André gezeigt hat, waren auch in einer Koralle Würmer mit verschiedenen Farben. Dementsprechend würde ich jetzt mal so spontan sagen, wahrscheinlich nicht, dass das der Grund ist. Ja. Genau, ja, schau, haben wir alles. Orange, Gelb, Weiß, Blau, Rot, alles dabei. Aber es ist eine mega gute Frage. Also ich habe mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Inga, hast du sie aufgeschrieben? Sehr gut. Ja. I've wrote it down. Mhm. Oh, Wein heute nicht aus der Flasche, Inga. Ja, heute mal nicht. Nee, heute mal nicht direkt aus der Flasche. Ich habe mir verschiedene Gefäße zur Verfügung gestellt. Vielleicht werde ich mir jetzt den Mund verbrennen. Mal sehen. Kinderpunsch. Nicht 1900. Aber schön, danke, Inga. Jetzt weiß ich mal, wie ein Christmas Tree Wurm. Von unten ausschaut. Ja. Sehr gut. Ja, irgendjemand Fragen dazu, die ich nicht beantworten kann noch?
Was hast du denn noch? Ja, okay. Da, also nächstes Tier. Nächstes Tier ist ein Tier, was auf Englisch Candy Cane Shrimp heißt. Einfach nächster Link. Ich hab... Richtig. Oh, krass. Ist der hübsch. Oh, ja, ja, ne? Das ist die sexyste Shrimpform, die ich kenne. Der ist echt schön. Der ist richtig schön. Der heißt natürlich auf... Es ist ein Knallkrebs. Er heißt ganz langweilig auf Deutsch Randall Knallkrebs oder so. Und der lebt in einer Symbiose mit einem Fisch. Okay. Er ist nämlich mega blind und hat sich deswegen zum Hausmeister fortgebildet und baut unterirdische Höhlen. Und in diese Höhlen zieht sein Blindenhundfisch ein. Der Blindenhundfisch ist auf dem nächsten Bild, glaube ich, das ich dir mitgegeben habe. Ja, da ist so ein, der passende Companion-Fisch. Hat er den an der Leine? Indirekt. Nee. Das ist eine sehr gute Frage, aber es ist eine sehr, sehr gute Beobachtung, André, weil die halten ständig Kontakt, und zwar über die Antenne von der Garnele, denn die Garnele sieht eben sehr schlecht und der Fisch sieht aber sehr gut, und die Garnele ist eben dieser Hausmeister für die ihm selbst gegrabene Höhle, in die der Fisch mit einzieht und sich auch versteckt bei Gefahr. Und der Fisch, wenn der Fisch Gefahr sieht, und die Garnele, immer wenn die Garnele außerhalb der Höhle ist, dann hält die mit ihrer einen Antenne Kontakt zum Fisch. Und wenn der Fisch Gefahr sieht, dann macht er so eine bestimmte Bewegung mit dem Schwanz. Das spürt die Garnele und rennt zurück. Und der Fisch auch. Und dann sind die wieder in Sicherheit. So, das ist quasi so eine symbiotische WG. Die teilen sich auch ihr Futter. Die sind beide auf Plankton spezialisiert. Mhm. Und selbst wenn der Fisch sich verpaart, nimmt er einfach... Der zieht dann nicht aus und denkt sich, ja, ich brauche jetzt was Größeres oder so. Nee, nee, die Garnele, die baut einfach an. Und dann kann es sein, dass die vergrößerte, oder es ist dann nicht so, dass der Fisch auszieht, sondern einfach mit dem Nachwuchs da auch weiter ist. Also der Standort treu zu seiner Garnele, so eine Lebens-Buddy-Aktion. Gibt aber auch Gebäudegrößen, die dann mehrere Fische mit mehreren Garnelen zulassen. So. Also es gibt auch eine große Haus-WG. Ja, es gibt große WGs, die Garnele mit dem Fisch. Und da muss immer das Weibchen oder, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht geguckt, ob es Weibchen oder Männchen sind oder egal welches Geschlecht von den Garnelen und oder Fischen. Aber da zieht einfach der Nächste noch mit ein. So, ne? Man verlässt nicht einfach seine Garnele. Nee. Also der Fisch macht den Sicherheitsdienst und die Garnele macht den Hausmeister. Ja, und nachts macht der Hausmeister auch den Eingang zu, damit da niemand reinkommt. Hm. Und baut einfach am nächsten Tag neu. Und zudem habe ich ein ganz altes Paper gefunden, in dem man sehen kann, wie die Gebäudestruktur aussieht, die so eine Garnele da anlegt. Das da? Ja, das ist so richtig alt. Mir kam so sofort, als ich das gesehen habe, der Geruch von alter Bibliothek so in die Nase. Weil das ist so ein altes Papier, oder so sieht zumindest so aus. Ja. So wie aus so einer feuchten alten Bibliothek. Ja, voll. Es hat schon Gil. Okay. Ja, das ist auch richtig alt. Da sieht man Fisch in Schwarz-Weiß, weil damals gab es noch keine Farben. Ja. So alt ist das. Da gab es noch keine Farben. Mhm. Dann sieht man schlechte Aufnahmen. Ja. Aber es kommen auch gleich Zeichnungen. Da hat sich jemand nämlich richtig Mühe gemacht. Ja, das ist halt auch nicht so beeindruckend, wenn die in Schwarz-Weiß da sind. Aber gut. Yeah. Aber gleich. Weißt du? Da. Weißt du, warum die Garnelen so weiß-rot gestreift ist? Und der Fisch ja irgendwie auch? Das Farbthema, ja. Wir machen mal so eine Farbsendung beim nächsten Mal. Ich weiß nicht. Ja. Ja, das sind die Wohnen, ja, das sind die Arten, genau, wie die so bauen, also wie so eine Garnele da. Was ist das Schwarze? Bauen. Das musst du mal ein bisschen runter, das ist, glaube ich, Steinstruktur oder so. Das steht da unten, ganz schwierig zu erkennen, im Dotted Area is Sand Transport.
Ported by Shrimp, das sind die kleinen Punkte. Hatched area Undisturbed Sediment und Black Patches Coral Shell and Stone Fragment. Also das hier sind das Coral Shell und Stone Fragments. Ja. Das gestrichelte ist nicht von der Garnele nicht berührt. Ja, unbearbeiteter Untergrund, ja. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob wenn du weitergehst, ob da noch mehr ist. Aber das ist das, was ich gerade in Erinnerung habe aus dem Paper. Ah. Oh, das sind Querschnitte durch. Ich muss nochmal rauszoomen. Oh, Resin Cast of Burrows, also Abgüsse von den verschiedenen Höhlen. Die sind schon teilweise richtig groß. Ja, aber ich frage mich, wie sie diese Abgüsse gemacht haben. Das steht da bestimmt auch drin in dem Paper. Ich habe dir alles, das ganze Package geschickt, Jules, wenn du... Ah, cool, danke schön. Oder, also, weil ich meine, ich glaube, sonst gießt man da irgendwie Gips rein oder so, aber es ist ja unter Wasser. Was ist denn das? Ja, keine Ahnung. Von 84 vor allem, da wussten die schon, wie die... Na, tauchst du runter und setzt eine Tube PU-Schaum an und und dann quillt das auf. Das steht bestimmt in Materials and Methods. Hier, warte mal, Borrow Dynamics. Ja, okay. Okay, und das ist jetzt... Ja, was ist es? Harzausguss, sagt Weird Beat. Harzausguss? Ja. Mein Gott, ist das lang. Ja, ich weiß nicht, danach kommt vielleicht nichts Dolles mehr. Also nichts, was man so richtig schön zeigen kann, weil es spannend ist oder so. Aber ich fand es cool, mal zu sehen, wie die da bauen. Ja. Voll. Aber hier, wir haben ja auch im Chat wieder richtig gute Fragen. Wie sich denn, also ich weiß, Iga, du kannst es nicht... Nein, ich habe extra gesagt. Wie sich die Garnelen denn vermehren? Also bringen die Fische bei der WG-Gründung dann direkt den Partner für die Garnele mit? Ja, gleich mal so, ey, ich habe da jemanden kennengelernt, der passt doch zu dir, guck mal. Ich weiß es nicht. Die sind auch nicht so besonders dolle erforscht, glaube ich. Iga, schreib es mal auf. Ja, Farben von der Shrimp. Wie kommen die an ihren Partner? Kommen Shrimps an Partner? Schön. Gut, das ist die Weihnachts-Wünsch-dir-was-Sendung noch. Achso, Weirdbot, Harzguss Resin heißt Harz. Ja, genau. Ja. Aber ja. Trotzdem unter Wasser. Ich meine, vielleicht haben sie es auch in Aquarien. Vielleicht haben die in Aquarien gehabt oder so. Dann geht es vielleicht besser. Nee, hatten die, glaube ich, nicht. Okay. Lesen mal genauer das Paper vielleicht. Ja. Das ist jetzt das, was ich am Nachmittag mal kurz gemacht habe, damit wir so ein bisschen in Weihnachtsstimmung hier kommen. Okay. Alles cool. Ich fühle mich schon sehr weihnachtlich. Das ist sehr schön. Partnerbörse Elite Shrimp. Es gibt davon auch ein Video in dem Artikel. Das ist das dritte File. Falls du sehen möchtest, wie so eine Parship-Beziehung ist, kannst du da einfach mal anfangen. Wollen wir das sehen. Okay. Und mach am besten Ton aus, wenn es irgendwie... Ich habe noch andere Sachen auch immer wieder mit diesem Ton. Danke. Da sieht man ihn, den kleinen Fisch. Ja, warte mal, das mache ich doch mal hier groß. Gobi and Candy Stripe Pistol Shrimp. Man beachte immer die Verbindungen. Die sind sehr gut in der Kommunikation. Lauchpaar schwimmt jetzt auch. Ah, du musst immer deine... jetzt. Vielleicht bringt da ja jemand das nächste Mal jemanden mit zur Paarbildung. Zu dir nach Hause. Die sind mit Sicherheit sehr wählerisch. Die sind 24... zusammen. Du meinst, die verlieben sich nicht alle 11 Minuten? Nein. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Paar Shrimp fürs Leben. Nein. Ja, so ist das mit den Shrimps. Super. Les Shrimps.
Suche Partner muss ein Shrimp sein, okay. Ja. Da traut es sich weit raus. Ja, so sieht das symbiotische Team da aus. Team Sugarcane Shrimp. Okay. Gibt es dazu Fragen? Die kannst du doch eh nicht beantworten. Richtig. Aber man macht, sagt ja sowas dann trotzdem, finde ich. Ja. Kann ja nicht schaden. Kannst du auch sagen, gibt es Fragen und Leute melden sich und du sagst, ach, keine? Na, dann geh. Ja, genau. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Genau. Dann das nächste Tier. Und da bin ich mir sicher, dass Julia was zu sagen kann. Nicht zu dem Tier, aber zu ein Rezeptideen. Was? Oh, es ist gemein. Ich hab nur jetzt Bock auf so ein Candy. Cane. Der, den du dann an den Weihnachtsbaumwurm hängst. Du merkst, es geht thematisch weiter. Also wir sind vom Weihnachtsbaum zur Weihnachtsbaumdeko. Das ist nämlich hier eine Reihenfolge. Okay. Und das ist voll die Logik dahinter. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ist noch was mit einem Baum. Wollt ihr raten? Soll ich euch Tipps geben? Ist jetzt mal komplett unabhängig vom Tier. Soll ich jetzt auf den nächsten Link klicken? Wie? Noch nicht. Okay. Du weißt es schon, du darfst nicht mitmachen. Ich habe nur die Links geöffnet, ich habe nicht geguckt. Ja, du hast nicht die Überschriften gesehen? Ja, aber Moment, trotzdem, noch nichts machen. Ich und der Chat dürfen raten. Genau. Es geht jetzt um etwas, was mit Bäumen, also mit Nadelbäumen zu tun hat. Und zwar, wie vermehren sich die Nadelbäume? Zapfen. Mit Zapfen. Richtig, jawohl. Und jetzt haben wir also einen Zapfenfisch als nächstes Thema. Ja, es ist ein Zapfenfisch. Es ist ein japanischer Zapfenfisch. So sieht er aus. Mhm. Da ist er noch nicht farbig, aber da kann man sehr gut die Zapfenstruktur erkennen. Der Fisch hat keine normalen Schuppen, der hat so Hornplatten auf der Haut. Inga, ist der so gelblich eigentlich? Richtig. Der heißt nämlich auf Englisch Pineapplefisch. Er hat mehrere Kosenamen bekommen. Sehr treffend finde, ja. Ja. Ja, er heißt aber nicht nur Pineapple-Fisch, er heißt auch Pine-Cone-Fisch. Und deswegen habe ich. Aha. Ich habe das Pineapple einfach mal unter den Tisch fallen lassen. Und die deutsche Namensgebung, der heißt nämlich japanischer Zapfenfisch auf Deutsch. Und als japanischen Zapfenfisch geht das dann ganz. Geht Ach so, glaub ich, klar. Ich möchte hier gar nicht. Nein, ich meine. In Frage stellen, dass der hier nichts verloren hätte in unserer Weihnachts-Unterwasser-Folge. Ein extrem schicker Zapfen. Ist er. Auf jeden Fall. Finde ich. Japanischer Tannenzapfenfisch. Ja, nur Zapfen. Also Tannenzapfen eigentlich habe ich noch nicht gesehen. Aber Zapfenfisch. Also hier auf Flickr den Link, den du mir geschickt hast, den ich gerade habe, da steht japanischer Tannenzapfenfisch. Ja, aber was bei Flickr steht. Whatever. Ja. Ich habe nicht behauptet, dass es wahr ist. Ich habe meinem Instinkt folgen. Dort steht Text, ich lese ihn vor. Mhm. Mehr habe ich nicht gemacht. Das ist sehr gut, sehr gut. Du wärst ein sehr guter Vater. Einfach alles vorlesen. Ja, Flickr ist nicht wie Wikipedia, ich weiß. Das stimmt. Pingu fragt, ob der Fisch auch Zapfenstreich macht. Ja, macht er. Er macht nämlich etwas und da kommt jetzt Julia ins Spiel. Der hat Leuchtorgane. Mhm. Er hat Biolumineszenzzeugs am Kinn. Mhm. Und zwar welches, was tagsüber orange leuchtet und nachts blau-grün. Mhm. Cool. Ja, und zum Thema Biolumineszenz kennt sich ja die Frau Dr. Schnetzer sehr gut aus. Und vielleicht sind hier Leute, die, keine Ahnung, mal so Steilvorlage. Aber Inga, ich hab doch hauptsächlich über Fluoreszenz geschrieben. Das leuchtet am Tag orange und nachts grün-blau, am Mond, ja, die also sind,
Ja, die hat halt so Leuchtorgane und warum das unterschiedlich ist, keine Ahnung, ey. Ich habe da mal Also, geguckt. in der, also ich kann dir schon ein bisschen was dazu sagen. Also zum einen, Danke. also da das jetzt am Mund ist, würde ich jetzt zuerst mal raten, dass es vielleicht mit Beuteglocken zu tun hat. Weil sich Es die stand direkt hier auch. im Mund zu locken, macht irgendwie Sinn. Sonst hat halt irgendwie so Leuchten auch oft Kommunikationsgründe oder sowas, aber das mit dem Mund, ich würde jetzt echt mal erstmal auf Beute tippen. Und dass es tagsüber anders leuchtet, ist interessant. Also gerade wenn es so einen roten Schimmer hat, weil eigentlich Biolumineszenz ist eben so ein blaugrünes Licht und das kann nicht rot leuchten. Also wenn das rot leuchtet, dann ist das eigentlich immer so, dass quasi ein Filter benutzt, irgendein Gewebe oder so haben, dass sie drüber stulpen, damit das rot aussieht. Was allerdings vielleicht irgendwie sein könnte mit dem Rotleuchten, ist, die meisten Fische können rotes Licht nicht sehen. Also könnte das sein, dass sie vielleicht zum Beispiel damit miteinander kommunizieren, wenn die das sehen können? Ja, das sind die zwei richtigen Theorien, die es momentan dazu auch gibt, die du gerade Ha. erläutert hast. Mega Ja. gut. Kultur, Frau Professor Dr. Schnetzer, macht mal am Abend eine kurze, was könnte es sein? Ah ja, das haben die anderen auch rausgefunden. Sehr gut. Schau, und ich wusste dafür nicht mal Super. Forschung machen. Ja, Du, nein. wir reichen das einfach ein als habilitiert und Vortrag und zack. Was brauchen wir mehr? Über den japanischen Zapfenfisch nicht geforscht, aber trotzdem viel rausgefunden. Aber cool, nee, ich wusste nicht, dass der Mund leuchtet. Ja, das tut er. Und man sieht es tatsächlich angeblich nur, wenn er den Mund auch aufmacht. Also insofern gibt es nämlich genau diese zwei Themen, Plankton anlocken und Kommunikation. Aber man weiß es noch nicht. Es ist nicht final herausgefunden. Okay. Und die Flossen haben sich zur Feindabwehr, das sah man auf dem ersten Bild besser als jetzt auf diesem Bild, teilweise zu so Spießen weiterentwickelt, was ihn als sehr unangenehme Beute unattraktiv macht, weil man es quasi so eine Grete verschluckt. Wenn man denkt, oh, da kann man noch im ganzen Haps und dann hat man so einen Fisch im Rachen hängen. Das geht dann auch Ja. nicht mehr vor und nicht mehr zurück, ne? Nee, da geht gar nichts, wenn man den irgendwo hängen hat. Und die sind in Gruppen unterwegs, Der schaut halt die auf diesem Zapfenfische. Bild so fies aus, weil der Ja. so unten am Auge, ich weiß nicht, ob das auch so Platten sind, aber es schaut aus wie so Zähne. Ja, stimmt, hier. Und deswegen Ja. schaut der so fies aus, ja. Oder als ob da so die Haut weg wäre und man Zähne sehen. Ja, aber die Ja. Platten am Kopf sehen auch generell fies aus. Ja. Ja, na, das ist eine, guck mal, der Typ, der das gemalt hat, der ist zwischen 1830 und 1940 auf diesen Fisch gestoßen und hat vielleicht in seinem Leben ein einziges Exemplar zu Gesicht bekommen, man weiß es nicht. Wahrscheinlich ein totes. Richtig, also, aber ich fand das ganz cool, wenn man da diese super Features von dem Fisch sehen kann, nämlich diese umgebildeten Flossen. Voll. Ja, ich glaube, zu dem habe ich dann auch nichts Schau mal, mehr. Hexin Luna sagt, dass es den Tannenzapfenfisch gerade bei Animal Crossing gibt. Was ist Animal Crossing? Ich bin ja Ja, so den kann man angeln. wahnsinnig. Das ist so ein Spiel. Ich habe das auch, ich weiß so auch nicht so richtig, Ich habe noch mal ein anderes Bild. wie dieses Spiel funktioniert. Ich glaube, man Mhm. hat so ein Tier und man hängt so rum und man kann sich so ein bisschen so, keine Ahnung, im Garten machen und dann kann man, glaube ich, chatten. Glaube ich. Ja, und man muss Sachen Hexin anbauen Luna. und das verkaufen und Ja, Hexin Luna kann uns ja Ja, vielleicht date uns ab. Ich glaube, ich aufklären, bin. falls wir jetzt kompletten Quatsch Gott, erzählen. ey, ich, das ist ja. Ich habe keine Ahnung davon. Ich gestehe, ich. Vor allem, wenn es ein Schau. Handyspiel ist. Ich gucke. Auf Ich dem gucke Bild kein schaut der Handy. halt mega aus wie eine Ananas. Ja, Ja. ja, Also nicht nur wegen der Farbe, sondern auch eben wegen diesem Schuppen. Ja. 1A Ananas. Ja, schmeckt aber nicht so. Nee? Und er ist nicht Die klug, er ist nicht Tannen. groß. Also, ne? Das sind ja irgendwie 10, 12 Zentimeter, so. Ja, und genau. Und die Frage, in welcher Tiefe die ich jetzt Wikipedia stellen. Ich glaube zwischen 5 und 200 Metern. Mir genau. Ich kann mich dann immer nur so rudimentär erinnern, was Weird ich. Beach schreibt 30 bis 400 Meter. Ah ja, okay, meinetwegen.
Da googelt der Chat schneller als wir eben. Ja, man kann auch nicht alles gleichzeitig machen. Das ist ja. Danke, danke. Ich glaube, die sind auch ein bisschen noch weiter oben gefunden worden. Vor allem, wenn der Typ da, der Albert Günther, den Anfang des letzten Jahrhunderts irgendwo gefunden hat. Na, wenn er die mit dem Netz aus der Tiefsee rausgefischt hat. Und ich habe ja, ich habe ja noch ein Bild. Ja, ihr seid mehr. Stimmt. Ja, es ist richtig gut, wenn ihr uns schon mal, wenn ihr uns unterstützt beim Recherchieren. Chat oder Schattenredaktion. Oh, hübsch. Ja, ne? Wird ja immer schöner hier mit dem Fisch. Danke, André, was ist das denn? Die Überschrift heißt Scans reveal the innocent looking pinecone fish is hiding a terrifying internal skeleton of spiky armor. Darauf ein Schluck Rotwein. Ja, Prost. Bis 22 Zentimeter, naja, ist ja nicht so groß. Ja. Aber es ist einer der wenigen Fische, die keine normalen Schuppen, sondern diese Hornplatten haben. Mhm. Ja, schaut krass aus, also. Scheiße, jetzt habe ich es getan. Meine Zunge ist verbrannt. Oh nein, Inga. Also, oh nein, am Kinderpunsch. Ja. Ja, da muss man halt vor Weihnachten mindestens einmal durch, Inga. Ja, aua. Okay, ruhig doch nur weiter. Ah, oh. Gut, dass ich schon vorher wusste, dass der Wein ganz gut ist. Sonst würde ich den jetzt nicht mehr schmecken. Ja, das ist, glaube ich, da ich da zudem habe ich keine Videos oder so gesucht oder auch gefunden. Wollt ihr noch eins oder wollt ihr spielen? Nee, würde ich jetzt gern noch. Ja, wenn du da eine, du hast eben schon angedacht, da gibt es eine Reihenfolge, wo du ja was bei gedacht hast. Du hast einen Plan. Ja, jetzt will ich den Plan sehen. Ja, der Plan ist, es geht jetzt weiter mit etwas, womit man den Baum auch dekorieren könnte, was aber viel sphärischer ist und auch nicht nur auf Bäumen stattfindet. Also, oder nicht nur auf Bäumen zu finden ist in der Weihnachtszeit. Das ist auf dem Christkindlmarkt in Nürnberg auch ganz prominent zum Beispiel. Drogen. Nein. Christkindlmarkt. Wofür ist denn bitte der Christkindlmarkt in Nürnberg total bekannt? Lebkuchen? Nein. Stollen? Nein, kein gefrorenes Wasser, kein Nussknacker. Es gibt da also ein Kind. Was stellt dieses Kind da mit den goldenen Locken? Ich danke euch. Ach so, das Christkind meinst du? Ja, das ist so ein... Ja, das Christkind, genau. Und was ist das für... Sehr gut. Es läuft. Nee. Ach so, Engelsfisch. Ja! Oh. Geht jetzt um Engel. Engelsfisch, das nächste. Das nächste, was wir vor uns haben, ist der See- oder auch Meeresengel. Julia, kennst du ihn schon? Ja, ne? Oh, ach so, ja, den kenne ich auch, aber ich hatte gerade einen Angel gedacht, den gibt's auch. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Aber ja, den habe ich nicht gefunden. Aber ich habe so einen schwebenden Engel. Das ist eine Schnecke, oder? Es ist, eine Ruderschnecke ist das. Mhm. Und diese Ruderschnecke, ja gut, ich habe gerade gelesen, dass jemand noch ein Paper sehen wollte. Stimmt das? Habe ich das irgendwie richtig? Ja, Lauchpower will noch ein Paper. Ich habe tatsächlich ein Paper dafür, aber das habe ich André nicht geschickt, weil das so ein bisschen, das ist einfach nur schwarz-weiß gewesen und der Aufbau und ich dachte, das ist mit dem Foto da besser. Diese Schnecken, die Meeresengel, da gibt es verschiedene Arten von, also mit Unterarten. Und die, die wir jetzt hier haben, die Clione Martina, ich kann kein Latein, das steht da oben drüber. Limacina. Vielen Dank. Das ist die größte Art davon. Die wird manchmal bis zu 8,5 cm lang. Und die hat eine sehr spannende Art, Futter aufzunehmen. Die stülpt nämlich das Maul über ihr Futter und saugt es aus. Und das Futter ist eine andere Schneckenart, aber eine mit Schale. Das habe ich auch als Futter, als Bild dir geschickt, André. Das ist der letzte Link in dem Dokument.
damit man mal sehen kann, was sie fressen. Achso, das hier ist noch mal ein Bild. Das ist noch ein Bild. Ich finde, es hat, ja, das ist schon ganz spannend als Foto. Schön. Sphärisch. Sehr sphärisch, das Tier. Ja. Macht eigenen Vortrieb. Ah ja, ist noch ein sehr schönes Bild. Noch Engelliga. Ja. Und nicht, jetzt habe ich noch ein Video hier. Aber es ist auch so ein bisschen, es ist so ein Teufel und ein Engel, ne? Mit den, ja, den Hörnern, mit dem Rot ist so. Mhm. Ja. Das ist eins von den Videos. Aber ich hatte noch ein... Okay, gut. Da sieht man, wie sie in Aktion sind. Gut, dann gucken wir uns mal Tiere aus dem japanischen Museum an. Wie sie schweben. Es ist wieder Musik an. Ja, aber die Musik ist, da bin ich mir ziemlich sicher, in der Public Domain. Es ist ein komplett Public Domain Video. Die sind aber schon echt wirklich niedlich und der Name Engel passt schon perfekt. Also. Ja. Oder? Ja. Ja. Unsere kleinen Weihnachtsengel. Ja, die machen diese Musik beim Schwimmen. Jede Größe hat eine unterschiedliche Tonfrequenz und je nachdem, wie die schwimmen, die könnten auch Techno, machen sie aber vor Weihnachten nicht. Genau. Ja. Immer wenn sie nach links schwimmen, dann machen sie Streichergeräusche. Merkt man jetzt an der einen, ne? Ja, jetzt beide auch. Ich glaube, das Video ist 7 Minuten lang oder so, André. Das kann man sich so als Bildschirmschoner einstellen. Oh, Musik ein bisschen leiser. Die Musik ist schön, ne? Das ist übrigens die Musik, die auch erklingt, sobald man bei Kerbal Space Program den höher als 70 Kilometer fliegt. Deswegen war ich mir total sicher, dass das Public Domain ist, weil... KSP benutzt auch Public Domain Musik. Ich habe das auch extra als Public Domain Video rausgesucht. Deswegen dachte ich auch, dass es Public Domain nicht nur die Bilder, sondern auch die Musik. Sag mal, wir haben hier schon im Chat sogar noch andere Weihnachtstiervorschläge, nämlich Wollwox. Das ist eine Alge, glaube ich, mich richtig zu erinnern. Wollwox. Die ist auch Kateri. Genau, das ist, glaube ich, eine Alge und die ist so ganz rund und auch sehr hübsch. Aha. Ja, es gibt, ich habe auch noch eine andere Garnele gefunden, aber die war nicht, die hatte auch sehr schöne Elemente, aber war nicht ganz so Sugarcane-mäßig. Ja, habe ich schon mal gesehen. Ja, ne? Kennst du, ich habe auch gerade. Ja, ist eine Grünalge. Dann können wir die ja auch noch gleich zeigen. Kann ich auch mit denen. Ja, Weihnachtstiere werden angenommen, auf jeden Fall. Alles mit Weihnachtstieren. Ah, die Footballtiere, das ist der, warte, ich muss kurz gucken, wie es auf Deutsch heißt. Der kommt das Jelly, ist die noch... hier. Wollwox Kateri. Die macht mehrzellige Kolonie. Genau. Hier. Also, sorry, ganz kurz, weil Lauch-Power gefragt hat, was das für Footballtiere waren in dem Aquarium. Das waren Rippenquallen, die da noch so zwischendrin rumgeschwommen sind. Ja, diese Weihnachtsengel, um die noch kurz abzuschließen. Ja. Die frisst mit diesen Mundvorsätzen, die man auf dem ersten Bild da sehen konnte. Und das Futter, das habe ich dir aber auch geschickt als Link. Das müsste da irgendwo noch kommen. Ja, da. Die ist nämlich spezialisiert auf 2 Arten von kleinen Schnecken. Und saugt die aus, die stülpt ihr Maul über diese Mini-Gehäuseschnecke und saugt die dann aus. Und wenn es die nicht gibt, die Hälfte des Jahres, dann hungert einfach dieser Seeengel oder Meeresengel und vermindert dabei seine Größe um die Hälfte. Okay. Krass. Also der wächst und schrumpft das ganze Jahr. Ja, das haben die im Labor halt festgestellt. Also die fressen am liebsten diese Schnecken. Genau, die fressen am liebsten die Schnecken. Es wurden in deren Mägen auch andere gefunden, aber halt nicht so, dass es jetzt der große Run auf andere Viecher oder so wäre. Die primär sind es 2 Schneckenarten, die so aussehen wie diese da. Das ist eine von denen. Und wenn es das nicht gibt... Oh, oh. Ich dachte, da wäre noch ein Link. Spoiler!
Na gut. Ja, also wenn es das nicht gibt, dann die können bis zu ein Jahr ohne Futter auskommen, die See, Meeresengel, Meeres- oder Seeengel. Ja. Sind schön. Und sie werden von einigen Fischen auch gefressen, zum Beispiel vom Ketallachs. So. Vom Peterlachs. Keta, 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 Lachs. Peterlachs. Keta, Keta. So wie an Ketamine oder Ja, deswegen lache ich ja auch. so. Ja. Der Ketalachs. Ich wusste nicht, dass es den gibt. Sehr gut. Doch, den gibt's, den gibt's. Der sieht wahrscheinlich den Meeresengel als richtig geilen Shit an. Ist aber eigentlich auch relativ klein, um das zu fressen. Also es gibt auch noch ein paar Unterarten, die sind noch kleiner. Immerhin 4 bis zu 8,5 Zentimeter groß. Aber die anderen Varianten noch kleiner, die leben bis zu 500 Meter Tiefe. Okay. Ja. Wollt ihr die Geschichte weiterhören? Ich habe noch ein Tier. Du hast noch ein Ja. Tier. Ja, Das sicher. ist Ich will voll es eine hören. Murene. Ja, aber es hat was mit den Engeln ein bisschen zu tun. Aber leider steht ja schon der Name da drauf. Nicht die André. Anflecken, Murene. Entschuldige. Ja. Ich werde nie wieder Aber klicken, bevor du mir sie nicht sagst, ich soll heißt. klicken. Naja, vor allem, wenn ich eine Geschichte vorbereitet habe, weil wir sind nämlich vom Baum auf die Baumdeko gekommen, auf die Engel, die bei uns um Weihnachten Auf rumschwirren den und jetzt Zapfen, auf den auf Zap den, ja, auf Baumzapfen. den Baumzapfen, auf die Baumdeko, auf Engel. Und jetzt ist auf Englisch diese Muräne, die ihr da als Sternflecken seht, kann man sagen, die heißt auf Englisch halt Snowflake Moray. Also Schneeflecken-Muräne. Ja. Die gehen übrigens auch außerhalb des Wassers auf Jagd nach Krebsen. Also man kann die quasi so strandnah treffen. Sind aber also sie sind nicht so die aggressivsten. Insofern ist es kein Problem. Wir haben ja eine ganze Folge zu Muränen schon mal gemacht. Deswegen wisst ihr ja alle blöden Muränenwitze schon, dass die zwei Kieferbereiche sozusagen haben. So. Double Und der, Jaw. die hier hatte Spaß, fotografiert zu werden. So, hey! Die ist eine sehr freundliche Muräne. Die haben sehr ein großes Lächeln auf den Lippen. Man könnte sicher, kennt ihr diese Bilder, was man, was weiß ich, was im Internet so sieht, bei Instagram oder so, wo so Dinge auch irgendwie Arme oder sowas hingemalt werden? So ganz so Ja. Strichärmchen oder so, das könnte ich mir auch richtig gut bei Ja. Moritz vorstellen, Hey! dass man so Arme so. Ja. I love you! Ah, geil, so Fische mit Armen, Moritz. Ja. Was noch bei der ein bisschen besonders ist, abgesehen von der schönen Zeichnung, dass die auch im Laufe ihres Lebens das Geschlecht wechselt. Und zwar ist sie am Anfang ihrer geschlechtsreife Weibchen und wird dann später Männchen und als Männchen hat die größere Zähne. Also sie macht alles mal durch. Okay. Geil. Ja. Ja. Ja, Weird Beat, ist das ganz schlimm. Ich habe immer, oh, it's a moray. When you're na 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 na. It's a moray. Ja, weil das hatten die ja auch in dem Artikel, ne, von der New York Times. Hatten sie doch Ja. das ganze Lied umgeschrieben mit. Ja. Seitdem komme ich da nicht mehr raus. Ich hänge da fest. Und ich habe jetzt noch ein Finale, wenn ihr wollt. Warte, Wir sind ja jetzt. André malt Ja. gerade Arme an die Muräne. Ach, Er danke, hat das Bild André. gespeichert. Ja. Oh, das ist Teamwork. Dann, Das war jetzt falls aber. sich jemand. Also, falls sich jemand für Moränen interessiert, könnt ihr einfach ein paar Streams zurückklicken. Wir haben ja so eine mega YouTube. Wir sammeln alles Selection und das. Oh! Aber André, das könnten auch die Rentier. Ja, das stimmt. Sehr, sehr süß. Sie ist mir noch sympathischer. Das kleine Schneeflöckchen. Ja. Und gut, das kommt jetzt, dann kommt jetzt das große Finale und mehr habe ich auch echt nicht vorbereitet.
Reicht? Ja, wenn wir sind ja jetzt bei den Sternen und sozusagen im Himmel. Und wenn, worauf freuen sich alle an Weihnachten? Was wäre toll, wenn an Weihnachten? Nee. Richtig. Und damit Marina Schnee. André, ich habe ein Video vorbereitet. Achso, hier ist nochmal die Moräne, Oh, oder? das ist Moräne. Oh ja, ist auch, außen auch ein OER-Ding. Also, wie stimmt. Ah ja, stimmt. Das habe ich schon ganz vergessen, dass ich das gemacht habe. Ja. Das ist aber kein copyright-freies Lied. André. Achso. Naja, es kommt drauf an, wer es. Ja, nee, es ist bestimmt nicht copyright-frei. Nee, es ist egal, wer es spielt. Die Noten sind älter wahrscheinlich. Ja. Keine Ahnung. Okay, Aber sie jetzt. ist süß. Ja. Ja, wie sie da sucht. Mit Wie ihrer sie weißen lächelt auch mit Schnauze. geschlossenem Maul. Sie Ja. lächelt auch so. Eine sehr freundliche Moräne. Mit den geilen gelben Nasen. Hahn. Ah, ja. 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 Ach, ist sie hübsch. Und sie ist nicht ganz sicher, was sie jetzt machen soll, wahrscheinlich. Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja, bin ich jetzt im Fernsehen? Ja. Muss ich lachen? Hey! Kann ich meine Mama grüßen? Ja. Ich habe keine Arme, sonst würde ich winken. Ja, winken ist nicht heute, Leute. Wie es aus dem Wald herausschallt, so kommt es herein oder so. Mit einem Lächeln. Ja, so, und jetzt ist What is Marine Ja, Snow? richtig. Genau, das ist auch, das ist ein OER auf jeden Fall, ist von der No. Das heißt also, da kann ich den Ton anlassen. Das, genau, das ist egal, ja. Schaut, es schneit. Oh ja, es schneit. Hacke. Ja, es hat mit der Moräne natürlich auch zu tun, weitestgehend. Es schneit Kacke. Es war ein kurzer Ah, oh, Zauber. das war okay. sehr kurz. Ja. Ja, aber ich habe kein weiteres OER gefunden. Okay, also es ist Code. Auch. Also Scheiße sah noch nie so schön aus, sage ich mal. Ja. Marina Schnee. Alles. Und so schließt sich dann der Kreis. Wir waren am Weihnachtsbaum. Wir haben Weihnachtsbaum Zapfen gesehen. Wir haben die Deko gesehen. Wir haben Engel gesehen. Wir haben die Sterne betrachtet und jetzt den Schnee. Ist es nicht schön? Oh, Inga, das hast du sehr schön gemacht. Ja. Yay! Danke. Nicht wir, Fockaffe, nur ich habe mich am Punsch verbrannt. Und ich bin Gott sei Dank nur einer von. Es wäre schlimm, wenn es den anderen auch passiert wäre. Wir sind untereinander vernetzte Voodoo-Puppen. Es Siehst ist du? Kinderpunsch von 2019, also wahrscheinlich produziert in 18. Also, er ist Abgelaufen 2019 19. abgelaufen, kann eventuell, nee, kann eigentlich keinen Alkohol enthalten. Nee, hat er nicht. Der hat keinen Alkohol. Schmeckt auch ganz gut, ist nur ein bisschen heiß. Naja, hast ihn ja durchgekocht. Ja, Passt eben. schon. Ja. Nein, schön, Inga, hat mir sehr gut gefallen. Ja, total Auf jeden schön. Fall. Es tut mir leid mit dem Spoiler. Ja, ist okay. Ist okay. Ich liebe dich trotzdem noch. Ist Aber alles Inga, ich gut. glaube. Aber Inga, ich glaube, du musst jetzt trotzdem noch mal verraten, was jetzt Marina Schnee ist. Ja. Ja, Marina Schnee ist alles, was von oben runterfällt und irgendwann unten landet und bindet CO2 und davon haben wir eine Menge Shit auf dem Meeresboden. Aber Julia, du kannst es viel besser als ich. Ja, was Inga gesagt hat. Nein, und es schaut halt so weiß aus. Das ist einfach durch die Reflexion Scheinwerferlicht. Deswegen erscheint das weiß. Also wenn du unter Wasser bist und eine Lampe anhast, dann die kleinen Partikel da drin, die reflektieren so. Deswegen sieht das so weiß aus. Und genau, das ist halt wirklich, ja, das ist totes Material, also irgendwelche abgestorbenen Tierchen und eben Kacke und keine Ahnung was, was da runterfällt und langsam runterfällt. Und dann wachsen da drauf ganz viele Bakterien, die das quasi zersetzen in der Zeit, wie das runterfällt. Und das fällt eben ganz, ganz langsam. Und genau, und was dann unten
bis ganz nach unten fällt in die Tiefsee. Das bleibt dann da erstmal oder füttert so ein paar Bakterien oder sowas. Genau, oder ist auch Futter für irgendwelche Würmer. Genau, und so kommt dann eben die Energie, die an der Wasseroberfläche, also die Sonnenenergie, die an der Wasseroberfläche durch Photosynthese gebunden wird, kommt dann eben so bis in die Tiefsee runter. In Kurzfassung. Und ja, obwohl es eigentlich nur Dreck und Scheiß ist, hat das einen wunderschönen Namen. Und sieht auch gut aus. Und schaut auch gut aus, ja. Ja. Ja, und an Ostern gucken wir dann mal, ob wir Ostertiere finden. Ostertiere, ja. Ja. Ich weiß schon eins. Ich weiß schon eins. Aber sehr gut. Vielleicht übernimmst du das dann. Aber wir teilen das auf. Ja, das waren die Weihnachtstiere. War schon zwei. Okay. Ah, easy. Okay. Na dann. Aber jetzt nicht verraten. Da haben wir ja jetzt dann noch. Erstmal muss Jesus geboren werden, bevor er sterben kann. Ja, es ist zeitlich ein bisschen ein paar Jahre unterschiedlich. Dann zwischendrin lebt er ja auch noch mal ein paar Jahre. Aber. Nee, Zeit ist relativ. Die Osterparade auf jeden Fall. Die Ostertierparade. Ostertierparade, finde ich schön. Mhm. Ja, die Weihnachtstierparade war sehr schön. Viel Applaus im Chat. Inga. Danke. Darauf ein Rotwein, da kann man sich nicht verbrennen. So, machen wir jetzt ganz kurz, keine Ahnung, 3 Minuten Pipi-Pause und dann zocken wir mal A New Beginning weiter. Ja. Ja, da möchte ich heute auch noch failen. Verrätsellösung. Genau. Oh, ja. So machen wir das. Wir machen ein kurzes Päuschen. Ich habe jetzt nur 5 Minuten vorbereitet. Ja, ist okay. Ja, 5 Minuten. Machen wir 5 Minuten, das reicht. Machen wir 5 Minuten Pingelpause, neues Getränk und so weiter und so fort. Und dann geht's weiter mit New Beginning, wo wir letztes Mal angefangen haben. Yeah. Mit der Frau, die so ein seltsames Hohlkreuz macht. Mhm. Ja, das erinnert mich daran, dass ich auch mal gerade sitzen sollte. Also, wir machen euch Julias Tauchvideos an und dann geht's gleich weiter mit A New Beginning. Bis gleich! Bis gleich!